André! Hollands Junge! Hallo und herzlich willkommen! Hallo zusammen, heute geht es um die Quappe. Die Quappe ist ein echter Winterfisch. Den werde ich euch jetzt mal vorstellen und dann könnt ihr mal einiges über die Quappe lernen. Und jetzt zeige ich euch mal, wo Quappen sich verstecken. Das glaubt ihr mir nämlich nicht. Wir haben jetzt Mitte Januar. Hier ist eine Steinplatte. Und jetzt, Achtung! Quappen sammeln sich im Winter in den Uferregionen und dort irgendwo unter der Eisdecke am liebsten oder wo ein Wasserbach oder irgendwas, ein Gewässer hineinmündet, dort fangen die auch an zu laichen, meistens ab einer Wassertemperatur zwischen 4 Grad und der Laich der Quappen bleibt natürlich dann da auch ganz leicht schwebend hängen und die Larven sind ganz, ganz wichtig, sind angewiesen auf Auen, Überflutungsgewässer und in den Überflutungsgewässern können die Larven dann, weil die Temperaturansprüche dort ein bisschen wärmer sind, auch schneller wachsen. Und dort in den Auen finden die auch ihre Nahrung, nämlich kleine Wasserflöhe, Insektenlarven, Bachflohkrebse und dann werden sie auch schnell groß. Sie können schon im ersten Jahr, also bis zum Herbst hin, ihre 20 cm erreichen. Das ist für einen Fisch schon ordentlich gut im Wachstum. Was ist der Grund, warum die Quappe bei uns in den Fließgewässern verschwunden ist? Es sind tatsächlich mehrere Gründe. Die Gewässerverschmutzung, der Gewässerausbau und das Fehlen natürlicher Auenstrukturen. Uns fehlen Auen in den Gewässern. Deshalb sind Renaturierungen unglaublich wichtig, wenn wir die Quappe und auch andere Wanderfischarten oder auch heimische Fischarten in unser Gewässer zurücketablieren möchten. Die Querbauwerke, die Buhnen, die schaffen keine richtigen Strukturen für die Erhaltung dieser Arten. Und besonders die Quappe ist auf natürliche Auen angewiesen, denn dort entwickelt sich der Laich und auch die Larven temporär viel schneller und sind dort deshalb viel besser an den natürlichen Lebensraum angepasst. Somit ist die Reaktivierung von unserer heimischen Flusslandschaft ein enormes Ziel für die Quappe. Und nicht nur das, auch der Quappenbesatz lohnt sich. Und allein schon die Schwarzmundgrundel, die Kesslergrundel, die Flussgrundeln werden von den Quappen, sobald die Quappe eine bestimmte Größe erreicht, gefressen. Das gleiche gilt auch für invasive amerikanische Krebse. Auch die gehören zum natürlichen Speiseplan von Quappen. Flusskrebse, Mollusken, Schnecken, Würmer und Fische. Und dazu wäre die invasive Artenbekämpfung eine sinnvolle Maßnahme. Und es hat sich gezeigt, dass auch geschützte Arten mit der Quappe natürlich vorkommen. Also der Irrglaube oder die alte Geschichte und Weisheit, Quappen wären Laichräuber, ist nicht gegeben. Denn im Großen und Ganzen fressen viele Fische Laich, nicht nur die Quappe. Und die Quappe hat sich nicht auf Laich spezialisiert. Niemand von uns aus der heutigen Zeit kann das bestätigen. Auch nicht in Landschaftsprojekte, wo Quappen schon etabliert worden sind. Und auch in der Lippe kommen viele verschiedene seltene Fischarten wieder vor, weil sich die Naturbelassenheit, also die Renaturierung dieses Gewässers, so gut entfalten konnte, dass alle Arten, die ursprünglich vorgekommen sind, dort auch wieder vorkommen. So, wir haben unsere Quappen abgeholt hier am Münnesee von der Quappenaufzucht vom Ruhrverband und die werden gleich eingesetzt. Ja, der Ruhrverband hat sich mit dem Quappenprojekt zusammen mit dem Fischereiverband und einem Angelverein in Hamm dafür engagiert, die
Quappe aus einer Restpopulation bei Lippstadt zu erhalten und nachzuzüchten. Mit Erfolg. So, liebe Leute, das sind die süßen kleinen Quappen. Und die werden jetzt schön hier, wo die Millionen von Wasserflöhe sind, ausgesetzt. Und hier sind ganz viele potenzielle Verstecke. Wir Angler haben uns für den Fischschutz engagiert und es ist ein ganz, ganz tolles Buch rausgebracht worden vom Fischereiverband Nordrhein-Westfalen in Zusammenarbeit mit dem Ruhrverband, mit dem Fischereiverein in Hamm. Und da möchte ich noch mal ganz kurz betonen, der Siegfried Kuss ist da ein ganz, ganz toller Ansprechpartner, also in Bezug auf die Quappe. Denn er hat dazu beigetragen, dass dieses Schutzprojekt mit dem Markus Kühlmann vom Ruhrverband so richtig stark geworden ist und Anklang gefunden hat. Also da auch noch mal an die beiden Jungs und noch ganz, ganz viele andere ehrenamtliche Helfer. Vielen, vielen Dank. Super Sache. Die Quappe ist, wie ihr schon wisst, in vielen, vielen Flüssen in Deutschland oder beziehungsweise in Europa selten geworden. Und das hat natürlich ganz, ganz viele Faktoren, warum die selten geworden ist. Zum einen hat sich die Wasserqualität damals verschlechtert. Die Flüsse sind stark verbaut worden. Es gab Wehre, es gab Stauseen, es gab unüberwindbare Hindernisse in Flüssen. Und die Quappen konnten gar nicht zu ihren Laichgebieten. Und dann etwas ganz, ganz Wichtiges, was nochmal in diesem tollen Buch auch ganz nochmal beschrieben, ganz gut beschrieben wird. Die Quappe ist ein Fisch, der ganz, ganz dringend auf Auen angewiesen ist. Das wussten viele Leute überhaupt gar nicht. Die haben gedacht, die Quappen wandern einfach, legen ihre Eier irgendwo in den Oberläufen der Flüsse ab und verziehen sich dann wieder. Und da kann es ja nicht dran liegen, dass die einfach verschwindet. Aber Quappenbrut braucht es warm, seicht und mit ganz, ganz vielen Nährstoffen, also ganz, ganz kleinen Wasserflöhe, Phytoplankton, also alles, was da so kreucht und fleucht, damit sie schnell groß werden. Und natürlich ein bisschen Wärme, wobei die Quappe ja eigentlich Kälte liebt, aber die Jungtiere brauchen auch ein bisschen Wärme fürs Wachstum. Und deshalb sind Überflutungsauen natürlich ganz, ganz wichtig. Genau das gleiche wie für den Hecht braucht die Quappe auch. So, jetzt müsst ihr euch vorstellen, sind natürlich diese ganzen Auen, Nebengräben, Nebengewässer, alle zugekippt worden damals. Man hat viel landwirtschaftliche Fläche genutzt und ausgebaut. Und das, was die Quappe fehlt, sorgt natürlich dafür, dass die Brut sich gar nicht gut regulieren kann in Form des Wachstums und dann verschwindet sie. Ja, so hat der Siegfried Kuss zusammen in Paderborn, oben die Ecke Lippstadt, bei Lippstadt glaube ich war das, haben die eine Population der Quappe aus der Lippe noch gefunden, entdeckt und davon Elterntiere genutzt, um die am Möhnesee vom Ruhrverband nachzuziehen. Und da hat der Markus Kühlmann eine ganz tolle Anlage mit seinem Team zusammengebaut und auf die Beine gestellt. Und dort werden die Quappen auch gezüchtet, herangezogen und man, also die Quappe nachzuzüchten, war sowieso schon etwas ganz Besonderes, weil das gab es noch gar nicht. Das ist erst jetzt so in den letzten 20, 30 Jahren ist das erst in Gang gebracht worden, das zu erforschen. Was braucht die Quappe eigentlich, um groß zu werden? Dass ihnen die Aue fehlt, weiß man. Aber was fressen die, was für Bedingungen brauchen die? Und das haben die im Ruhrverband ganz gut gelöst, ausprobiert, haben tolle Elternfische aus diesem Bereich gefangen und abgestriffen. Und in so Einzugsgläsern wurden die dann erbrütet. Und jedes Jahr werden jetzt in ganz vielen Flüssen, wird die Quappe auch wieder unterstützt. Man hat also in der Ruhr, in der Ems, in der Steinfurter A, im Rhein-Einzugsgebiet, in der Lippe natürlich, hat man die Quappen dann auch ausgesetzt. Und man hat festgestellt, hey, das Projekt bringt etwas. Und nicht nur das, die Quappe ist sogar gut jetzt auszusetzen, weil sie nämlich tatsächlich die Grundel, die invasiven Grundelarten auffrisst und natürlich dazu beiträgt, dass die auch weniger werden. Ja, man hat die Fische besetzt und wie ihr wisst, sind Naturschutzprojekte natürlich auch kostenaufwendig. Ja? Man kann nicht einfach so sagen, ach, ich habe Lust, das zu tun und züchte jetzt die Quappe. Da sind Wasserkosten, da sind Spritkosten, da sind Temperaturkosten zum Aufwärmen, Stromkosten, alles was dazu gehört, Futterkosten. Das muss von irgendwo herkommen. Und dann werden natürlich auch so Gelder von uns Anglern mitgestützt, über die Fischereiabgabe tatsächlich. Aber
die Angler muss man auch ein bisschen motivieren. Und da hat sich der Fischereiverband gedacht, das ist eigentlich eine ganz tolle Sache, das Projekt ins Leben zu rufen, Artenschutz durch Nutzung. Ja? Jetzt denken einige von euch, oh, da kann man doch nicht Tiere züchten, die auf der roten Liste stehen und die dann auch nutzen. Doch, Leute, genau dann, wenn andere Leute auch davon profitieren, dann setzen die sich für den Schutz natürlich noch mehr ein. Egal, ob das auch Gelder sind, die dafür aufgegeben werden und die Tiere vielleicht auch entnommen werden. Aber dadurch hat man Mittel zur Verfügung, um diese Bestände aufzubauen. Und siehe da, das Projekt läuft. Es ist sogar eine App entwickelt worden. Die möchte ich euch auch mal zeigen, eine ganz tolle Sache. Und da kann man dann zum Beispiel seine Quappen auch melden. So, schaut mal hin. Und da ist die App. Da sieht man sie. Quappen. Ja. Und eine ganz tolle App. Da gebe ich dann einfach ein, zeige ich euch mal ganz kurz, wo wurde die Quappe gefangen? Ne, wer hat sie gefangen? Wurde die Quappe auch entnommen? Dann nochmal die Position. Und mit solchen Daten kann man ideal arbeiten. Gerade so auch wir Gewässerwarte von den Flüssen. Wenn wir die Fische besetzen, dann können wir nämlich genau wissen, ey, okay, da wurde eine Quappe gefangen, das Projekt lohnt sich. Die Quappe, boah, die war schon so groß. Ja, und dementsprechend ganz tolles Projekt. Ich kann wirklich nur sagen, macht mit, engagiert euch für den Artenschutz. Überlegt und sprecht euch ab, ist es möglich, gab es schon vorher bei uns Quappen? Ja, und mit diesem Video möchte ich euch jetzt tatsächlich ein bisschen mehr über die Quappe beibringen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert die Glocke, teilt das Video. Ich würde mich freuen, setzt euch für den Quappenschutz ein. Überlegt und sprecht mit euren Gewässerwarten, ist es möglich und sinnvoll, in unseren Gewässern Quappen zu besetzen. Wenn ihr euch für Besatz von Quappen interessiert und euer Gewässer dafür auch geeignet ist, dann wendet euch an eure Fischereiverbände. Die werden sich mit euch zusammen mit den Experten hinsetzen und überlegen, lohnt es sich, einen Quappenbesatz in unser Fließgewässer durchzuführen. Bitte achtet darauf, dass wir in Nordrhein-Westfalen nur die Besatzmaterialien aus dem Lippestamm verwenden. Wenn wir Fische aus Osteuropa oder vom Bodensee etablieren wollen, dann hat das meist negative Auswirkungen auf das genetische Material. Und nicht nur das, die Fische sind womöglich auch gar nicht an unsere Region angepasst und können sich gar nicht so gut etablieren wie dieser Stamm. Deshalb wendet euch an den Landesfischereiverband, setzt euch ein für den Quappenschutz und gemeinsam können wir Artenschutzprojekte auf die Beine stellen. In diesem Sinne, Petri Heil.